Peace, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder am Start seid und heute haben wir einmal meinen Icon Player Pick geöffnet. Ihr habt wahrscheinlich schon im Titel gesehen, was wir gezogen haben. Ich habe meine Rang 1 Division Rewards auch geöffnet, weil wir ja morgen eine Woche die TOTS Preseason bekommen werden und höchstwahrscheinlich, wie es aussieht, in dieser Woche keine Special Karten in den Packs haben werden. Deswegen habe ich sicherheitshalber auch die Rewards geöffnet und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt da rein und dann sehen wir uns wieder mit dem aktuellen Content. Nochmal meine Rivals Rewards, Freunde. Heute ist Donnerstag. Morgen wird ja wahrscheinlich nichts in die Packs kommen. Da wird eine Woche Pause sein. TOTS Preseason geht los und deswegen öffnen wir die Rewards heute nochmal. Rang 1 Division Rivals. Ich überlege halt, Untrade oder Tradable mitzunehmen. Könnte halt Trade echt gut gebrauchen, weil ich Untrade gefühlt alles habe. Deswegen gehe ich einfach mal mit Tradable und versuche mal mein Glück. Weil, ey, vor dem Team of the Season kann ich auf jeden Fall Coins gebrauchen. Deswegen gehen wir mal rein. 7 Packs haben wir. Ich glaube aber nicht ganz, oder? Ich glaube, ich habe noch 1-2 Bronze-Packs. Ja, 1. Okay. Gehen wir mal rein. Seltenes Gold-Pack. Zeig mal her. Frankreich. ZDM. Kanté. Nee, schade. Oh, Team of the Week. Guck mal, direkt 30.000 Coins mitnehmen. Die schmecken. Sind ja alle Minimum 87. Und Parejo. Okay, Team of the Week und Parejo aus einem 25k-Pack. Somit haben wir, ja, knapp 40k oder so mit dem Pack safe gemacht. Und dann gehen wir rein. Ich glaube, jetzt haben wir ein 100k-Pack. Komm schon. Ja, doch. Ne, Prime-Goldspieler-Pack und dann 100k-Pack. Ich habe so lange Tradable nicht mehr so richtig viele Coins rausgeholt, ne? Das fehlt mir voll. Das sollte Onana sein. Ja, nichts Besonderes. Können wir Onana hoch und Rest in einem Verein. Und jetzt 100k-Pack, Freunde. EA Sports, gönn. So. Bitte. Aus den drei Packs will ich eine Icon oder Hero. Vialli. 93er sollte auch so über 40.000 wert sein. Deswegen mache ich das, Freunde. Weil ich Coins brauche. Und Vialli gibt mir ein paar Coins. Vialli gibt mir allein wegen seinem Rating, ich glaube mal so 40.000 oder so Minimum. Stelle ich auch mal direkt rein. Geht für glatt 40.000 Coins. So. Die nehme ich mit. Plus Team of the Week. Guck mal, wir haben 100.000 circa gemacht am Ende. Durch die Tradable Packs. Da hatten wir doch ein bisschen Packlack und wir haben jetzt hier noch, ne? 85x4, 87x2. Ich würde damit anfangen. Wieder Team of the Week. Wieder 30.000 Coins. Wir skippen das mal. Bitte dahinter. Bitte! Bernardo. Ach, wären ja nur zwei Spieler drin gewesen. Ich hätte gar nicht skippen müssen. Aber wieder, ja, nicht ganz 30, ne? So vielleicht 25. Und Bernardo für 11.000 Coins. Werde ich aber noch behalten. High Rated, glaube ich, wird auf jeden Fall wieder ansteigen. Und dann das letzte Pack. Und jetzt hoffen wir mal auf, ja, Packlack wollte ich sagen, aber das sieht nicht nach Packlack aus. Renat, 88er Renat, bitte Double, kein Double. Also 3,85er sind dahinter. Naja, okay, hier haben wir wieder so 11.000 Coins. Und ja, die drei, soll ich euch sagen, Freunde, wie viel kostet ein 85er? 3,5 circa, ne? Können wir auch erstmal hochpacken. Ist aber okay. Ich würde sagen, es war jetzt gar nicht so schlecht. Icon Player Pick wie jede drei Tage. Man kann es ja irgendwie jede drei Tage abschließen. Ich habe bis jetzt auf dem Main Account alles, was ich gezogen habe, in die nächste SBC gepackt. Deswegen habe ich hier nicht so viel Hoffnung. Trotzdem nehmen wir das immer gerne mit und lassen uns natürlich immer überraschen. Bergkamp und Van Basten und wie ihr alle heißt, kommt dran. Oder irgendein random Torwart wieder, den ich nicht gebrauchen kann. Es sind immer irgendwie die gleichen. Diesmal kommt es mir bekannt vor. War nicht so eine ähnliche Maldini-Karte? Nee, zu wenig Tempo. Blanc. Nesta. Okay, Nesta Thunderstruck. Zweite Karte ist, vielleicht kann ich den ja diesmal schon erraten. Sagt mir was. Oh, sagt mir, nee, ich komme nicht drauf. Aber Figo oder so. Crespo. Ja, hatten wir auch schon sehr oft. Und die letzte Karte hat 86 Physis, 84 Stift. Oh, nee. Warte, jetzt habe ich auch so den einen geskippt. Das ist die Karte. Wieder was Defensives und das ist Monster. Alles 90 außer zwei Stats. Alter, okay, krass. 95 Antritt. Der hat 98 Schusskraft, 97 Weitschüsse. Hä, guck da. Hä? Und nochmal gut. Was ist das? Totti. Matthäus? Oh mein Gott, bitte. Bitte, EA Sports, gönn Matthäus. Matthäus oder, wer könnte es denn sonst sein mit 91 Tempo? Sava war eine SBC. Das ist ein Brett. 3, 2, 1 und Matthäus! Let's go! Boom, EA Sports! Wo Zeit, dass die gönnen. Mein Gott. Let's go, Freunde. Let's fucking go. 93er Matthäus. Ich habe den 90er und ich spiele den bis heute. Gestern noch ein Video gesagt. Oder wenn ihr das Video seht, vielleicht vorgestern, dass ich die 90er Matthäus-Karte liebe. Und jetzt haben wir den 93er Matthäus gepackt. Ey, ich war gerade echt raus, ne? Ich dachte, okay, wieder so ein Müllpick.
Ja, jetzt muss ich echt gucken, was ich hier mache. Matthäus 90er wird dann rauskommen. Die Bilder buggen bei mir komplett rum. Schreibt es mal bitte in die Kommentare, ob es bei euch auch so ist. Aber ich glaube, man sollte checken, wer da so spielt. Ich habe Maldini sogar auf der Bank mittlerweile, weil ich den nicht mehr so gerne zocke. Kann Matthäus auch in der IV? Kann er's? Alternative IV. Boah, wo würdet ihr den spielen? Ich habe Vidic halt und Cordoba. Hier habe ich Rolfe und Sava. Boah, vielleicht echt für Sava zocken. Sava sollte doch nochmal ein Stück schlechter als Matthäus sein. Ja, Matthäus ist schon wirklich krank. Alter, mein Team ist wirklich gefühlt Endlevel, Freunde, ne? Garnacho könnte man noch rauspacken. Da habe ich jetzt gerade Aloy Weiran oder Garnacho. Das ist so meine rechte Flügelseite. Und links habe ich halt Kingsley Coman. Im Sturm Werner und Mbappé. Links Roberto Carlos oder Davis. Rechts Ona Batle. Im Tor Cech. Mein Team ist schon bis zum Tots. Also damit kann man auf jeden Fall zum Tots in der Weekend League arbeiten und angreifen. Vielleicht noch den rechten Flügel verbessern, weil ich weiß halt nicht, was ich da hinpacken soll. Aber okay, das ist ein krankes Upgrade. Also Lothar Matthäus, allein die Karte, wie die aussieht, 10 von 10. Und ihr wisst nicht, was gerade passiert ist. Ich bin auf den zweiten Account gegangen, dachte mir, komm Rob, mach mal ein paar 80 plus Player Picks. Und hab die einfach so weggeskippt, weil ich so ein bisschen Futter gesammelt habe einfach. Für das Icon Pack, oder für den Pick halt, weil ich den auf den Account noch nicht gemacht habe. Hier erstmal Phil Foden gezogen. Dann machen wir weiter hier. Ich hab links einen Non-Rare rein, rechts eine Rare-Karte. Und jetzt guckt, was ich auf dem Account gezogen habe, was ich schon auf dem Main gezogen habe. Skip Cordoba. Einfach auf dem Zweit-Account Cordoba gepackt. Ja, jetzt guckt euch mal das Team an. Ich werde jetzt nicht draufdrücken, sonst verschwinden die Bilder, weil das ja so rumbuggt. Aber dieses Team auf dem zweiten Account ist eigentlich nicht zu stoppen mehr gefühlt. Wir werden das Wochenende wahrscheinlich die Weekend League streamen. Ich muss schauen, weil ich unter der Woche direkt eine Woche in Italien bin. Aber ich probiere live zu kommen und auf jeden Fall auf dem Account die Weekend League mit Messi und Ronaldinho und Doppelsturm dann. Oder Messi auf der 10 oder Ronaldinho auf der 10 dann zu streamen. Die Verteidigung, guckt euch alles an, es ist viel zu krank, das Team. Und ja, das auf jeden Fall kurz dazu. Dann, wir bekommen jetzt die Pre-Tots-Woche. Erwartet da vielleicht etwas weniger Content, einfach weil in EA da nicht so viel abgeht die Woche, weil wir einfach jeden Tag nur SBCs bekommen, die wir abschließen können. Für erstes Tots, ich kann euch sagen, aber dem POTM, der Premier League hat Muniz gewonnen. Ich glaube, first ever POTM für ihn, wenn ich mich nicht täusche. GG auf jeden Fall. Dann bekommen wir einige Packs, die heute den Quellcode hinzugefügt wurden. Aber das übliche garantierte Tots-Pack wird wiederkommen als SBC immer unter der Woche für das jeweilige Tots. Dann bekommen wir die Dreier Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und wie sie alle heißen, Tots-Pack. Wenn man, ich glaube, Minimum 14 Siege geholt hat, bekommt man das Pack untrade. Und bei 16 Packs, 16 Siegen dann tradable, glaube ich, so war das. Verbessert mich aber da gerne in den Kommentaren. Dann sollten wir halt immer noch einen Kampagnen-Player-Pick bekommen. Erwarte den vielleicht morgen zur Vorbereitungswoche, dass wir da auf jeden Fall ein wenig Content haben. Ein Player-Pick, wo alle Special-Karten von den Events, die bis jetzt rausgekommen sind, bis aufs Totti natürlich, wir in den Pick haben können. Dann kommt ein Shop-Pack, das wird, also in dem Shop-Pack werden zwei Icons sein von Future Star, Food Fantasy oder Food Birthday Hero oder Icon halt. Also da kann dann Hero oder Icon, glaube ich, Content drin sein in dem Shop-Pack. Schauen wir uns dann natürlich auch an, wenn es rauskommt. Aber ja, das auf jeden Fall dazu. Dann hatten wir mal wieder ein EA-Fail. Ist ja lange her, der letzte. Ich glaube, eine Woche, um genau zu sein. Weil wir haben hier gerade eine neue Showdown-SBC bekommen. Hier seht ihr einmal Francesco Caputo von Empoli. Hier ist aber Alexandro drauf. Und das ist nicht nur ein, sage ich mal, Vorschaufehler. Und bei Alexandro ist Caputo drauf. Und natürlich ist Alexandro teurer als Caputo, die SBC, weil Juve ja eher gewinnt als Empoli. Und ich weiß nicht, ob es jetzt gerade immer noch da ist, weil ich das Video erst um 8 hier aufnehme, eine Stunde nach dem 19 Uhr Content. Aber haben sie die rausgenommen, die SBC? Ja, sie ist, glaube ich, raus. Krass, ich habe sie nicht geschafft abzuschließen, man hatte genug Zeit. Und zwar konnte man Alexandro für, ich glaube, 20.000 Coins circa abschließen und für 25.000 Coins. Und Caputo war in dem Fall die teure SBC. Er hat es komplett verwechselt, die Namen waren noch richtig gedacht mit der SBC, nur war es dann der falsche Spieler. Und Leute haben für 20, 25k so eine Alexandro SBC abgeschlossen, die dann noch ein Upgrade sammeln kann. Ich glaube, viele von euch haben es gemacht. Ja, Twitter war 40, 50 Minuten lang voll. Ich habe es leider zeitlich nicht geschafft. Dachte mir aber eh, kaum Alexandro ist jetzt nicht so wichtig. Und ja, da seht ihr das. So sieht die Karte am Ende aus. Und da haben extrem viele Leute den jetzt für 25.000 abgeschlossen. Also EA Sports macht da auf jeden Fall weiter. Da hat man nur ein 85er Team abgeben müssen, Freunde. Also es ist wirklich sehr, sehr krass. Und man kann den halt dann noch in die Evo reinmachen. Und so sieht er dann am Ende halt aus. Ne? Das ist sehr stark. Juve muss natürlich dafür erstmal gewinnen. Aber GG auf jeden Fall an die Leute, die den da günstig
Pick mitgenommen haben. Der wird wiederkommen jetzt, morgen wahrscheinlich dann wieder rein oder später vielleicht noch. Natürlich dann nicht mehr 25.000 kosten, wahrscheinlich dann sogar 80, 90 bis 100.000 Coins kosten. Aber okay, das eben dazu. Dann haben wir halt, wie gesagt, Alea noch gegen, also Augsburg und Dortmund bekommen. Das ist das VBL Grand Final Duell zwischen BVB und Augsburg. Ich wollte schon sagen, am Wochenende spielt Dortmund gegen Gladbach. Wie kann das gegen Augsburg hier sein? Und dafür halt dann die Karten. Also hier müssten dann nicht nur Dortmund in Real Life gewinnen, sondern die VBL-Mannschaften, Dortmund oder Augsburg dann in dem Fall, glaube ich, so läuft das jetzt. Ich glaube, mit Juve bin mir gerade nicht sicher, ob es genauso ist, weil die SBC ja wieder entfernt wurde, was da jetzt genau stand. Könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Aber ich finde beide jetzt nicht so geil. Gewinnt Alea, hat er halt 90 Tempo, 93 Schießen. Ist halt eher so eine wenn man Dortmund-Fan ist, oder so eine Fun-Karte zum Ausprobieren. Finde den aber jetzt nicht so gut, muss ich sagen. Und Jensen genauso. Finde ich jetzt auch eher so eine Skip-SBC. Aber okay, Ansatz, also die Idee war schlau, Umsetzung war Katastrophe. Ihr seht ja das Alexandro für 25.000, Freunde. Das auf jeden Fall kurz dazu. Ansonsten bin ich erstmal raus. Ich bin gespannt, was wir morgen für einen Content bekommen. Hoffe auf geilen SBC-Content, dass wir in der Woche auch Icon-Content und all das bekommen werden. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Haut da rein, bis morgen und Peace. Thing, yeah, all real, talk like he pussy, he got a section.